zwischen dieser und der letzten Folge liegen ein paar Tage, in der wir nicht wirklich viel gemacht haben. Wir haben ein bisschen gelootet, ein paar Sachen aufgefrischt und haben geschaut, dass wir wieder zu viert durch die Gegend ziehen können. Ebenso habe ich ein paar Minuten vorhin weggestrichen, denn das war rein, wir locken uns einmäßig. Und wir starten direkt dort, als wir dann wirklich dran sind, loszulegen. Plus eine kleine Info vorab. Die nächste Folge werden bei Nacht spielen, denn hey, wir haben Server gefunden, bei denen es wirklich Nacht wird. Sekunde. Kurzsatzlösung, okay. Aber jetzt ist sie weg. Ich kann es nicht, Darf ich mal, Ralf? Leg mal die Spritze hin. Ich scroll hin und her, es geht aber nicht. Was steht dran, wenn du über die Hand drüber gehst? Gar nichts, gar nichts. Leg's mal hin, ich probier's mal. Es geht nicht. Dann muss ich die Spritze eventuell selber geben. Nein, gib's mal mir, gib mal die Spritze. Nichts, da taucht nichts auf. Probier's, gib's mir mal kurz. Ey, tolle Spritze. Du kannst sie wieder haben. Ich will ja bloß den Inhalt weitergeben. Ich bin ja bloß ein Brotjunge. Also gut. Kurz. Party. Schmeiß es längst ausgerüstet habe. Ich hab's auf jeden Fall mit irgendeinem Zeug befüllt. Die hab's hingeschmissen. Da wo du stehst. Ich weiß ansonsten, nicht, was das macht. Ansonsten heb ich sie auf und gib's mir selbst. Eine Kochsalzlösung. Nein. Wenn's eine Kochsalzlösung ist, könnte es halt gegen meine Krankheit helfen. Kochsalzlösung hilft gegen gar nichts. Das ist bloß ein Blutersatz. Na siehst du. Ich hab dir schon einen ganzen Pack Kochsalzlösung gegeben. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn, dann muss Antibiotika sein. Ja, hast du schon aufgenommen. Ist noch nicht aufgetaucht. Das ist auf jeden Fall nicht das, was du im Jan gäbe. Das ist was anderes. Yeah. Ja, das weiß ich. Es steht da drin, was du hast gefüllt, ist die Spritze. Tube. Komm jetzt vor wie ein Metro, ey. Da liegt's noch. Hier, bei mir. Sir. Ich heb sie auf, ich nehm sie selbst. Ich leuchte euch mal den Weg. Du kannst selber lesen, dann drückst du selber rein. Hast du das jetzt genommen, weil ich hab's nicht mehr. Es geht mir auch darum, auszuprobieren, wie ich's dir geben kann, Jan. Ist ja egal. Ja, ich kann sie nicht nehmen. Ich muss sie in die Hand nehmen. Du musst sie in die Hand nehmen. Warte, ich nehme sie in die Hand. Wie geil ist das denn? Ihr selber nehmen ist kein Problem, aber anderen Leuten was geben ist nicht so einfach. Einfach mal reindrücken, mittlere Maustasche, irgendwas. Hast du eine Nadel dafür, weil da ist keine Nadel vorne dran? Doch, schon. Du hast doch ein Kampfmesser. Zeuge irgendwie reinziehen können, deswegen muss eine Nadel das dran geht sein. Aber durch, das kannst du durch normale, wenn keine Nadel dran ist, geht es schon. Contains a clear liquid, ja. Leg's mal auf den Boden. Kann ich es auf mich selbst draufziehen? Ja, mach doch mal. Geh einen Schritt zurück. Kann ich es auf Essen irgendwie draufziehen? Einfach ausrüsten mal unter deine Leiche und dann mal drücken. Hab ich hab's in der Hand. Leg's mal auf den Boden. Oh, hin. Halt! Gerade hatte ich eine Aktion. Das hier weg, Alter, haust bloß in mich rein. Oh Gott. Ich bin weg. Nein, pfui. Nein. Jan, dir wächst gerade eine dritte Hand aus dem Kopf. Das ist normal. Das da kannst du einen Revolver nehmen. Das passiert bei jeder Halbmondnacht. Hast du jetzt auf den Boden gelegt oder was ist jetzt passiert? Ne, ich hab's in der Hand, aber ich kann nichts damit machen. Ich glaube, es ist auf dem Boden. Das geht noch nicht. Warte. Steht ja nicht dran, aber die Nadel dran ist schon nicht. Nee, es ist eine dran. Soll ich. Also auf jeden Fall. Muss der Onkel Doktor jetzt erstmal ran oder was? Du bist nicht der Doktor, der Ralf ist der Doktor. Ich könnte noch mal was anderes testen. Bleiben Sie stehen. Geh weg von mir. Mach das, es dürfte ihm gar nichts ausmachen eigentlich. Von wegen, Alter. Was ist Third-Person-Ansicht nochmal? Enter. Am Numpad. Oder möchtest du mal? Warte. Scheiß drauf, komm, defibrillier mich. Nein, das brauchen wir wirklich vielleicht für später. Wenn wir einen zweiten finden, dann können wir das gern machen. Kann da aber auch hier mit weiterhelfen. Nein. Sir, wir gehen jetzt einfach weiter. Das ist, sage ich nur, das hier. Nein, das kann ich. Will dich spritzen, Alter. Ich spritze gleich mal mit Blei voll. Ja, jetzt gehen wir weiter, komm. Das kann schon niemandem geben, das funktioniert mit der anderen anders. Aber warum? Vielleicht ist es auch einfach nur die falsche Flüssigkeit. Vielleicht muss man irgendwas anderes. Hast du die Nadel schon mal irgendwie ins Salinbeck reingestopft? Komm, wir gehen weiter. Das könnte funktionieren. Dass du damit die Konserve machen kannst. Weil ich weiß, dass du diese Blutpacks und das ganze Zeug, du musst die Sachen kombinieren alles. Diese Starter-Kit. Und Blutpack Abiona.
Können wir dafür aber vielleicht mal weitergehen, weil ich möchte nicht auf dem Aufnehmen. Ja, würde ich auch mal sagen. Komm, sonst verhungern die alle noch. Los geht's! Was? Hast du es geschafft? Funktioniert das? Nein, weiß nicht. Jämmerlich. Komm, wir lassen ihn alleine. Gehen wir weiter. Genau. Brauchen wir ihn nicht. Ich möchte Action. Action. Dein Bajonett verschwindet gerade die ganze Zeit. Dran, dann ist es wieder weg. Das ist ein Tarnkappen-Bajonett. Ach so. Verschwindet dem Gegner. Ja. Dann muss das sein. Aber dafür, dass es jetzt Nacht ist, sehe ich noch echt viel. Es ist ja noch gar nichts. Oh. Mir ist immer noch schwindelig. Ich könnte jetzt Salin reinpumpen. Vielleicht war das einfach zu wenig Salin, hm? Genau, möchtest du mein Salin auch noch haben? Gib ihm noch eine Ladung Salin. Ich habe auch noch Salin dabei. Gib ihm noch Salin. Mal hier hin. Viel hilft viel, sage ich immer. Ja, Onkel Dobermann. Moment, wie mache ich das eigentlich? Ich. Du nimmst den Tant, lass den Christoph mal üben. Ja, okay. Okay, warte mal. Du nimmst den Tant, gehst zu ihm hin. Oder Mausrad. Oder wenn dran steht, gib ihm dann bitte. Hier, frische Drogen. Ja, sehr schön. Ja, ich guck bis links, bis rechts. Ja, doch, ja, ganz fein ist er, ganz fein. So. Lecker. Und hilft was? Oh. Alter, ich sehe Farben. Geil. Wo siehst du auch? Meine Drogen sind die besten. Also, hier ist Nacht, hier sind keine Farben. Es ist dunkel auf einmal. Vorher war alles hell. Jetzt ist es dunkel. Du weißt, LSD. Nein. Ich habe vorhin alles zwar so im Graustichig gesehen, aber viel heller. Egal, weiter geht's. Jetzt erkenne ich nichts mehr. Wie, was? Jetzt erkennst du nichts mehr? Du hast eine Überdosis. Nee, es ist halt einfach, ich sehe volle Farben, aber es ist halt alles dunkel. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist ja auch normal aber so. Aber krank ist bin ich immer noch. Also dann brauchen wir noch eine Dosis Salin. Ich hätte noch los, was. Auf zum Krankenhaus. Los. Ich hab noch einen Pack. Ich habe auch eine Bloodpack von irgendeinem Bluttyp, keine Ahnung. Das ist ein voller Bloodpack oder ein... Bloodkit. Bloodpack-Kit, ja, mei, weiß nicht. Kannst du das dann mal mir geben? Nö. Wie krieg ich überhaupt meinen eigenen Bluttyp raus? Da brauchen wir erst einen Tester. Indem du dran stirbst, oder wissen, dass das Falsche war. Das hätte nicht kombinierbar. Ich will noch wissen, wie viel Blut, dass man jemand abzapfen kann, bevor er stirbt. Wahrscheinlich nicht genug für unsere Bedürfnisse. Mhm. Weil wir ja so viel brauchen, wa? Oh, wir müssen ganz dringend in den Sanitärladen gehen. Wir brauchen Hahnen, den kann man dann reindrehen und aufmachen. Natürlich. Kannst du einfach einen Topf hinstellen und volllaufen lassen. Richtig. So gehe ich Blut spenden. Komm, wir können gehen einfach rechts über links über den Berg drüber, wir können ja rein. Nein, wir gehen über den Strand. Oh mein Gott. Ist doch nichts schöner wie eine kühle Brise am Abend. Mhm. Ist immer das gleiche. Wo machen wir Urlaub? Im Berg oder im Strand? Warum fahren wir nicht einfach mal in die Stadt? Okay. Hier hast du beides. Im gut. Strand. Gut. Gehen wir in die Stadt. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon. Wir haben jetzt schon Urlaub am Strand gemacht mit Leuchtturm. Guck, bin ich. Und es war doch schön, der Boot zufrieden, echt. Und war es nicht schön, oder? Natürlich war es schön, aber ich würde auch gerne mal was anderes sehen. Also, dann fahren wir da auch wieder hin. Ich hätte mal ein bisschen Abwechslung. Die Hölle, Alter. Sind noch Leute drauf. Da ist immer weniger. Immer das Gleiche. Ja, es wird weniger. Ja, die werden wahrscheinlich... Man das Leben und dann fängt er schon wieder an zu quengeln, ohne Witz. Ich sehe. Wird der jammernde Jan besser gefallen. Was? Der kurz vorm Verrecken war. Achso. Der war wenigstens ein bisschen dankbar. Aber wirklich. Achso, nur als Info, ich will was essen. Ich auch. Hast du noch nichts? Was? Wieso müsste ich schon wieder fressen? Ich muss seit Tagen schon nichts mehr fressen, oder kam Hunger oder sowas. Ja, weil du ein ganzes Kilo Reis gefressen hast. Aber wirklich. Dein Magen, dass der noch ganz ist, das wundert mich so oder so. Das dehnt sich immer noch aus da drin. Ich habe ja Rauch gefressen. Richtig. Und der raucht 10 Hektoliter Wasser. Ja. Wie das schlecht war. Wieder ist rausgekotzt.
Eigentlich müsste ich nur noch den Gaskocher unter den Arsch... Mein Erbrochenes wieder gegessen, von dem er passt ja wieder. Du müsstest eigentlich nur den Gaskocher unter den Arsch klemmen, dann wärst du ein wandelnder Reiskocher. Eine Popcornmaschine. Moment, ich hab einen Gaskocher sogar dabei. Popcorn macht man aber aus Mais und nicht aus Reis. Ist doch egal. Genug Hitze geht das schon. Das ist Ansichtssache. Ja, wie das... Was du meinst, ist Puffreis. Jetzt hab ich Hunger. Ich könnte Jan mal mit Febreze vollsprühen, dann hilft das. Der muss Febreze trinken, der ist ja hätte ich auch. Yep. Das war lieber am Chris, so wie der stinkt. Das riecht bis hier hinten. Hä? Du riechst auch nicht besser. Doch, ich bin eine Frau, ich riech wundervoll. Das sind alle Frauen, bis auf mich. Genau. Ich fühle mich ganz leichtköpfig. Verdammte Zicke hier hinten. Wo ist die Ausläufe der Stadt? Sehr schön, Ausläufer. Laufe aus. Ah, eins fehlt Slalom. Im Spiel. Flares. Kommen auch noch. Slalom. Ja. Was fehlt? Eine Flare. Schon wahnsinnig. Ich will die ganze Stadt erleuchten lassen. Natürlich. Ich will 5 Millionen Stück in der Stadt rumrennen. Bind da einfach ein paar an deinen Kopf hin. Und du hast eine Kopflampe vorhin, oder? Ja, die habe ich. Probier die doch mal aus. Die habe ich doch schon angehabt. Ja, funktioniert, ja. Bin da einfach 20 Flares an den Rübe, rennt durch Tschern und schrei, schieß ab den Leuchtpunkt. Ganz ehrlich, das wäre echt eine Aktion. Alle Granaten zu mir. Ja, oder Granaten, oh Gott, es fehlt noch so viel in diesem Spiel. Ja, sicher, die gibt's ja noch nicht. Aber das ist Eiswelt. Das müsste hier Ding Jahreszeiten haben, wäre geil. Oh Gott. Wir haben jetzt genügend Geld eingenommen, das können wir wohl. Hast Geld eingenommen? Mhm. Die haben jetzt fast eine Dreiviertelmillion groß. Was redet der? Und Desert? Ach die, jetzt seht ihr, was redet der gerade von Geld, ey? Von dem, was er nicht besitzt. Ja, dann kennst du dich ja aus. In seinem Wahn. Ja, natürlich. Können die schon ein bisschen entwickeln. Los, ihr kleinen Entwickler, entwickelt vor euch hin. Peitsch! Entwickelt. So eine zufällig generierte Welt wäre echt lustig. Das geht nicht mit nicht in dieser Größe. Nee, natürlich nicht, aber es wäre cool. Den Algorithmus. Den zeigst du mir erstmal. Ja, aber sie können sich regelmäßig verändern und so. Von dem her. Vergrößern, erweitern. Ich soll damit sie den Entwickler einstellen. Sie sollten uns einstellen. Ja. Als Motivationscoaches. Ich würde sowieso, wenn das Game mal fertig ist, regelmäßig die Spawnpunkte verändern und sowas, weißt du? Ja, sonst wird es ja öde. Weil es ist ja immer noch die gleiche Karte eigentlich, obwohl sie schon Sachen verändert haben. Ja, es gibt einiges. Schon andere Städte jetzt und sowas. Es gibt neue Städte, alles drum und dran. Wir haben sogar oben im Norden Baugebiete für neue Städte gesehen. Also der Grund ist gelegt, die Häuser nicht da. Wie diese ganzen Hochhäuser im Hintergrund und sowas. Mhm. Das gab es vorher alles nicht. Sollen wir rechts mal in die roten Häuser da reingehen? Das was zu essen gibt, bestimmt. Wir gehen jetzt einfach mal rein und ballen wild rum, dass jeder weiß, dass wir hier sind. Zieh mal meinen Revolver, sicher. Brauche ich mal 30 Schuss raus. Am besten lässt den Christoph im Schalldämpfer rumballern. Ja. Mein super Schalldämpfer. Ich habe ein Metallrohr gefunden, das ist mein Schalldämpfer. Ich versteige. Einfach ein großer Trichter, damit es lauter wird. Ja, für Stolke Streuungskolben draufbauen. Abschießen, wie war das? Ja. Ich geh mal ins zweite rein, geh dir ins erste. Ich folge dir aber bereits. Na gut. Ich geh in... Ich seh ich absolut geh nicht. Hier ist echt dunkel, die beschissen im Haus. Haben wir eine Taschenlampe an? Oh ja, ich hab hier... Ah ne, ist immer noch das gleiche Zeug, das wie schön. Vorhin. Können wir uns sparen, es gibt in der Stadt nichts. Ist immer warum noch das gleiche Zeug Elektro vor. Laufen überhaupt? Weil ich dachte, da steht doch was. Ja, ich bin das. Ach hier, cool. Essen, nimm's mit. Ich war aber auch nicht in allen Häusern drin, aber da vorne ist schon... Ich mein ein bisschen auf. Wieso schmeiße ich meine Taschenlampe weg, Alter? Das kann da vorne ist schon das Krankenhaus, ne? Chris, deine Taschenlampe geht durch die Wand durch, ne? Schon egal. Ja. Aber das sieht mir wenigstens was. Dreht mal euer Gamma voll auf, dann seht ihr genau. Nein, ich drehe gar nichts, muss realistisch sein. Aber wirklich, scheiß drauf.
Deine ganzen Zuschauer werden es dir danken, Chris. Die ländige Schiene. Er hat eine Taschenlampe, der sieht. Er hat auch keine Zuschauer. Fick dich, einfach nur fick dich. Auf ins Krankenhaus, da vorne ist es. Ich beleuchte es dann. Beleuchte es. Gib mal so Leuchtsignale, weißt du? Morse zeigen. SOS. Wir kommen. Der echt weites Ding, ohne Witz. Alter, da drin könntest du was zum Essen geben, sollen wir da reingucken? Ja. Dann leuchtet. Aber wenn die Türen offen sind, war schon. Es geht echt durch die Wand, du. Leuchte einfach mal rein von außen. Ich glaube, ich hab. Da war ich schon drin. Nee, das ist Gefängnis, da gibt's nichts. Rauf zum Krankenhaus. Da kann ich mal testen, wie lange so eine Batterie eigentlich hält. Ja, mach mal. Das vielleicht schwächer wird oder so. Wenn sie rein, so. Eine Kappe. Ich sehe gerade noch das gleiche Zeug. Graue, grüne Jeans. Lange kein Server Reset mehr gewesen. Ja! 1,5 Stunden kommt er wahrscheinlich, oder? Vielleicht mal hier hin. Den Eingang? Ja, nee, da ist nichts. Ich kann eigentlich auch mal meine Taschenlampe rausholen. Ich hab doch. Das ist nicht mal das, Sag's mir. Das ist kein Krankenhaus. Das ist kein Krankenhaus. Das ist Krankenhaus. Das ist kein Krankenhaus. Sieht doch genauso aus wie das Krankenhaus. Nein? Nicht? Nee, das ist Bürogebäude. Ja. Das ist komplett verkehrt. Raus hier. Sieht doch genauso aus wie das Krankenhaus. Nee. Nö. Ah, nee, ist einfach. Ach ja, richtig. Das ist eine Glasfront. Hier gibt's eh nichts, hau mal ab, ich komm wieder runter. Wir sind schon längst draußen rum. Folge einfach dem Licht. Immer hier kein Licht. Ja, wo du bist, ich leuchte dich jetzt an. Ah, da hinten. Du schießt ihn. Wo ist das Licht? Ich sehe euch im Moment nicht, gell? Ach, da hinten. Alter, was? Du bist direkt vor uns. Grad abdrücken, Alter. Also hier auch. Moment, warte mal. Ich gehe mal jetzt hier da ans Eck hin. Ich muss doch hier Licht haben. Ich sehe dich doch, ich sehe alles. Hier? Ja, jetzt sehe ich dich auch. Wenn ich weiß, wo du bist, dann ist das kein Problem. Das beschissene Licht, das geht ewig weit. Also, wie ich das jetzt sehen konnte, das wundert mich. Oh, wirklich? Scheiß Halogenstrahler. Den siehst du auf 100 Kilometer. Das liegt am vielen Gamma. Hier gibt's nichts, ich will zum Gefängnis. Nee, geht's. Da geht's hoch irgendwo, warte. Ah, doch nicht. Okay. Sag ich doch. Ein Holzscheit. Das ist immer noch das gleiche, dann da war ich schon drin. Überall wo Türen zu sind, war ich halt noch nicht. Na, guck mal hier rein. Da stehen Schuhe. Schuhe. Alter, okay, was? Ist hier so fucking Nacht hier drin? Warte mal, ich pack mal die Taschenlampe aus. Ich bleib hier mal draußen, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich hab noch Kopflampe. Auch nichts, ich hab Gamma hochdreht. Gib mir mal die Kopflampe, nicht testen. Okay, warte mal. Wo bist du, der wo draußen ist? Ja. Okay, warte. So. Gut, vielleicht sollte ich auch die Sonnenbrille abnehmen. Ich muss den Helm hinmachen, wie läuft das? Ja, der Helm muss weg, so. Ich hab's hingelegt. Ach, der Helm muss weg. Ja. Bloß nicht. Jetzt. Der Helm, der rettet dir noch das Leben, das wirst du sehen. Fresse, aber ich möchte, wenn ich nichts sehe, das ist ja auch von Arsch, oder? Dann dreht's Gamma hoch. Nein. Super, die Taschenlampe leuchtet jetzt schräg vor mich. Aber nicht. Was zum. Ja, du musst Leertaste drücken. Oh. So, da liegt sie. Ah ja. Die Batterie ist schon drinnen. Geil. Ich schau mal durchs Haus durch. Das leuchtet echt durch. Wie geil ist das denn? Da muss ich im Inventar auf Rechtsklick und Turn On machen. Hier sind noch das. Anziehen, mit dem Helm tauschen, oder? Ja, den Helm kannst du in den Rucksack reinmachen, der braucht 4 Slots. Dann sollten wir es aber vielleicht so machen, 2 haben Licht an und 2 bleiben bewaffnet. Und dann halt immer ein Zweierkopf. Ich bin auch bewaffnet. Ach so. Heißt, du kannst die Funze ruhig wegstecken, wenn du das hörst. Wir sparen uns lieber die Batterien für Ralf und meine Sachen. So, wie kann ich das Ding jetzt anschalten? Du gehst ins Inventar rein, ja. Machst Rechtsklick drauf und dann Turn On. Hihi. Geil. Ist ja toll. Ja, herrlich. Ist cool, okay. Alter. Dann Leute, los geht's. Wir funzeln. Party bei Nacht.
sieht man wenigstens was. Das heißt, yeah. Ich glaube, überall wo Türen offen sind, kannst du vergessen, da brauchst du nicht reinschauen. Ja. Da war schon jemand drin dann. Das ist Gaskocher. Alter, oh, die sehen uns erst 1000 Kilometer entfernt. Scheiß drauf. Müssen wir absehen. Das verbreitet auch Angst. Angst und Schrecken. Da ist zu, da können wir rein.